auch schon seit der ersten Stunde eigentlich hier mit dabei. Warum? Weil ich finde, die Industrien, die halt versuchen, grün oder nachhaltig zu produzieren, sollten unterstützt werden. Und dafür ist so eine Veranstaltung sehr gut geeignet. Findest du denn, dass die Veranstaltung sich auch weiterentwickelt hat? Also ich persönlich sehe immer einen großen Fortschritt hier, Jahr für Jahr. Geht dir das genauso oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, da muss man echt noch pushen? Also ich fand es natürlich am Anfang unheimlich schön, weil es so klein war. Ich auch. Und jetzt ist es halt eine Riesenveranstaltung, natürlich auch mit Sponsoren, wo ich einfach mal sage, die betreiben natürlich Greenwash, wissen wir alle. Also wir wissen auch, dass EADS ein Rüstungskonzern ist und dann fühlt man sich gleich vielleicht nicht mehr so wohl. Aber das ist nicht zu vermeiden, weil sonst kriegt man die Kohle nicht zusammen für so eine Veranstaltung. Und insofern, ich finde es schön, dass es groß geworden ist. Ich hoffe nur, dass der Greenwash nicht überhand nimmt. Aber ich finde eigentlich, also ich bin ganz begeistert. Also das jetzt bei der Jury-Ding, das veganes Essen ist und sowas, das waren so Kleinigkeiten, wo ich am Anfang dachte, Mensch, da muss man doch drauf achten. Und das finde ich eigentlich super, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin auch ein großer Fan unseres Fußballrasens. Rollrasens, ja, sehr gut. Was gäbe es denn, was du gerne heute hier noch lernen oder sehen würdest, um Gottes Willen? Was ist denn das bitte? Wie heißen die Katzenberger? Oh Gott, alles klar. Ja, muss auch sein. Wäre das zum Beispiel eine Person, mit der du dich unbedingt heute natürlich um wichtige Themen unterhalten willst? Mit Frau Katzenberger? Auf das inspirierte Gespräch freue ich mich schon die ganze Zeit. Ich hab's gewusst. Das ist eigentlich dein einziger Grund, warum du heute Abend da bist. Gib's zu. Nein, ich finde das eine gute Idee und ich unterstütze so gut ich kann. Super.